Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Video von der Werkstatt Waltensburger Meister. Hier zeigen wir euch, wie Ann Nielsen das Video Lost in Waltensburg gemacht hat. Das Video, das wir euch vorhin präsentiert haben, im vorhergehenden Beitrag präsentiert haben. Und wir wollen zeigen, wie einfach das ist und euch nochmal einladen an den Waltensburger Meistertag. Im Rahmen dieser Tage machen wir am Samstag, am 5. Oktober, die Bildergeschichte mit Handys. Anfangen tut alles mit einer Idee. Der Nielsen, der die Bildergeschichte für uns realisiert hat, stellt sich vor, dass sie auf Waltensburg kommt und das Museum besuchen will. Sie ist allerdings spät ausgestiegen aus dem Postauto und durch das zwei Stationen etwa weitergefahren. Jetzt die Geschichte geht darum, wie findet sie den Weg zurück ins Museum. Die Geschichte hat also einen Anfang, ein Ende, und zwischendrin passiert etwas. Das, was da zwischendrin passiert, die ganze Veränderung, das ist das, was die Geschichte interessant macht, was die Geschichte spannend macht. Wegen der erzählen wir sie, aber wegen der erzählen wir sie auch anschauen oder zulassen, wenn jemand eine Geschichte erzählt. Da unterwegs gibt es verschiedene Sachen zu sehen, es gibt verschiedene Sachen zu machen, einen Brunnen, wo sie antrifft, wo sie geht, Wasser trinken, das nimmt sie alles auf mit ihrem Handy. Sie nimmt das auf mit Video, sie nimmt das aber auch auf mit Fotos, also sie kann da beides miteinander mischen als Bildmaterial, das sie anschliessend weiterverwenden kann. Und so kommt sie Schritt für Schritt das Dorf runter, ein eher langgezogenes Strassendorf. Sie trifft Sonnenblumen unterwegs, wo sie kann im Hochformat, im Querformat, wie gesagt, mit Video oder mit Foto aufnehmen. Sie trifft auch Häuser in dem interessanten Dorfbild und ist am Schluss dann am Ziel, wo sie sich entsprechend freut. Jetzt ist alles Bildmaterial aufgenommen und jetzt geht es darum, aus dem Bildmaterial eine Geschichte zu machen. Das kann sie alles im Handy machen. Also dort hat sie eine App, wo sie kann die Reihenfolge festlegen kann, wo sie kann das rausschmeißen, was sie nicht braucht und wo dann selbstständig einen Videoclip herstellen. Dann kann sie anschliessend noch einmal überarbeiten. Sie kann dort Reihenfolgen verändern. Sie kann einzelne Sachen, die das Programm jetzt automatisch gewählt hat, länger machen oder kürzer machen, sodass sie am Schluss ein Video hat, das für sie stimmt, wo sie kann zufrieden sein. Es ist also ganz einfach und ich möchte euch einladen, am 5. Oktober auf Waltensburg zu kommen, euer Video zu machen im Rahmen der Waltensburger Meistertag. Näheres findet ihr auf unserer Webseite waltensburger.ch, dort ist das gesamte Programm drin.